So, dann holen wir mal das Mikrofon hier rüber. Brauche ja immer ein paar Minuten. Ist ein bisschen komisch, weil YouTube eine ganz andere Zeit oder Uhr hat als ich selber hier. Aber gut, was soll's? Who cares? Für die Leute, die sich das im Nachhinein anschauen, weil das hier ein Livestream ist und sich fragen, what the fuck klatscht der so behindert in seine Hände, ich warte kurz darauf, dass ein paar Leute reinkommen. Ansonsten könnt ihr gerne irgendwie ein paar Minuten vorskippen und dann werdet ihr wahrscheinlich schon sehen, was wir hier anfangen. Thema und so machen wir gleich alles, wenn die ersten Leute da sind. Ich meine, ich erkenne das hier nie so schnell, weil, keine Ahnung, I guess. So, machen wir die Serien mal zu. Social Media, open all in new tabs. Login. Schreibt schon irgendjemand irgendwas? Ich glaube nicht. Da, zwei Leute sind schon da. Okay, super. Ja, ich vermute mal, es werden jetzt nicht so furchtbar viele Leute auftauchen heute, weil erstens der letzte Stream ein bisschen enttäuschend war, für mich selber vor allem auch, aber ich glaube auch für die anderen. Die Themen waren okay, aber ich war so schlecht vorbereitet, dass ich einfach completely off guard war. Ich war unkonzentriert, ich war durch den Wind. Tausend andere Ausreden, warum der Stream einfach nicht gut war. Oh boy, wenn ich euch das jetzt zeige, dann spoilere ich ja schon ein bisschen was, ne? Okay, aber für die Leute, die meinen Livestream schauen, kann ich das ja gerne machen. Na gut, fangen wir dann gleich am Anfang mal mit dem Notwendigen an und holen das dann gleich mal aus dem Weg. Also, ihr könnt mir natürlich auf allen möglichen tollen Social-Media-Plattformen folgen, aber ich habe noch zwei andere Videoplattformen. Falls ihr mir auf vid.me noch nicht folgt, dort lade ich alle anderen Videos hoch. Übrigens, für vid.me und für BitChute mache ich nochmal separat ein tatsächliches Video über Hesiod und die alten Griechen. Das heißt, das, was es hier als Livestream gibt, wird später auch noch als Videoform für die anderen Sachen geben. Minus die Live-Interaktion sozusagen. Das heißt, das Material werdet ihr nicht verpassen, aber natürlich, vielleicht habt ihr nicht den Spaß, mit mir zu reden. Dann, also vid.me könnt ihr mir folgen unter Bernhard Everett. Auf BitChute könnt ihr mir folgen unter Bernhard Everett. Es wird sogar so ein bisschen was wie eine BitChute-vid.me-exklusive Serien geben, die so ein bisschen für mich dazu dienen, meine... meistens geht es darum, wenn ich einen Blog schreibe, was hin und wieder mal passieren wird, diese Seite, dann werde ich auf vid.me und BitChute irgendwann, noch sind sie nicht öffentlich, aber dann werde ich die sozusagen auch einmal einlesen und dann als Videoform veröffentlichen, weil die Blogs und das Schreiben dient mir dazu, meine Gedanken zu fassen und mich auf die EU-Serie vorzubereiten. Und das ist tatsächlich im Gange. Ich will mal ganz kurz gucken, geht das hier so? Ja, ich glaube, es geht so. So, ich habe nämlich schon einen Blog dazu verfasst. Das ist so ein bisschen, der ist jetzt noch nicht so wichtig. Das ist einleitend sozusagen für mein Booklet, I guess, das ich darüber schreiben wollte. Und dann könnt ihr mir... Okay, Steph, du siehst creepy aus. Dann könnt ihr mir auch noch auf unter @Bernhard folgen auf Gab, dem sehr viel besseren Twitter auf jeden Fall. Ja, also Gab, @Bernhard, meins, @Ankermedien, BitChute, Bernhard Everett, vid.me, Bernhard Everett. So, haben wir das hinter uns. Oh. Wollen wir mal wieder auf mein wunderschönes Gesicht fokussieren. Heute werden wir über Hesiod reden und dann fangen wir gleich mal auch damit an. Hesiod ist aus mehreren Gründen eigentlich interessant, aber dafür haben wir ja jetzt die Zeit. Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen im Stuhl bewegen, um das hier... Oh. Kennt ihr das, wenn euer Rücken ein bisschen verspannt ist und ihr ihn einfach irgendwo drüber knacken müsst, damit das sich wieder gut anfühlt? Sowas in der Art hatten wir gerade. Okay. Erstmal, ahoi Tesla, wie geht's? Und ahoi David, wie geht's? Vielleicht beende ich nochmal ganz kurz das, was ich vorher gesagt habe. Ich habe ja angekündigt für nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres. Ich wollte es wirklich im Januar schon anfangen. Ich muss mal schauen, ob das zeitmäßig noch hinhaut, weil es ist immer noch sehr viel. Aber notfalls habe ich mir gedacht, ich fange es einfach an und mache einmal alle zwei Wochen oder so ein Video nur. Also über die Europäische Union zu reden und versuchen, die so ein bisschen in der Tiefe zu analysieren. Ich hatte gestern einen Arbeitsrausch, was das Ganze angeht und habe also relativ lang geschrieben. Das heißt, eventuell nächste oder übernächste Woche, ich würde sagen vielleicht übernächste Woche, so mache ich noch, veröffentliche ich nochmal einen Blog dazu, was ich gestern an Gedanken so hatte. Aus meiner Sicht interessant, aber wieder, ich weiß nicht, ob es so stimmt. Ich muss nochmal ein paar Pro-EU-Leuten diskutieren, ob die meine Argumente überhaupt sinnvoll sind. Anyway, fangen wir an.
Am besten, aber warte, nee, ich brauche mal ganz kurz, ich möchte mal kurz Hesiods Gesicht noch euch zeigen, weil das wäre ja sonst blöd, wenn man nicht weiß, worüber man hier redet. Okay, gucken wir mal bei Bildern. Apparently, der Dude sieht ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt. Aber was soll's. Nein. Gibt's auch noch ein größeres Bild? Gibt's noch ein besseres Bild? Nee, okay. Warte mal, ich zieh mal kurz alle Tabs hier rüber. Ich schwöre, ich bin heute vorbereitet, es sieht nur nicht danach aus. So. Okay, machen wir es mal so. Na gut, diese Website muss ich dann später reinmachen. Lol, sieht man ihn ja gar nicht. Muss wieder ein bisschen rauszoomen. Also, Hesiod. Warte mal. Goddammit, er will einfach nicht ins Bild. Er will einfach nicht. Er will einfach kein Fame, was soll's. So sah der Dude apparently aus, obwohl ich natürlich glaube... Ich glaube, die meisten Büsten von antiken Griechen sind relativ spät nach denen entstanden. Ich glaube, die meisten von denen sind nicht zeitgemäß. Und insofern weiß ich nicht, ob er tatsächlich so aussah. Aber das ist eine Interpretation davon, wie der gute Hesiod ausgesehen hat. Er hat ungefähr 700 oder so vor Christus gelebt. Man ist sich da nicht genau sicher. Und warum genau würden wir jetzt über diesen komischen alten Dude reden? Ganz einfach, er ist einer der ersten, nicht nur einer der ersten Ich-Autoren, einer der ersten Autoren, wo wir den Namen tatsächlich wissen oder der sich selber repräsentiert hat mit seinem Namen. Ich würde mal Sascha mal kurz ignorieren, weil ich weiß, der trollt wieder und das ist ja ganz okay, aber nicht ablenken lassen. Er ist der erste artikulierte Autor sozusagen. Also wir haben... Aus der Zeit ungefähr haben wir Homer, über den wir auch noch kurz reden werden, aber ich wollte nicht separat über ihn reden, weil ich Homer tatsächlich nicht ganz so cool finde. Und ich werde euch auch gleich erklären, warum. Homer, der natürlich die Ilias geschrieben hat, das große Heldenmythos, die Odyssee geschrieben hat, so, also nicht geschrieben so sehr, wie verfasst hat. Damals, muss man noch dazu sagen, war es noch mehr eine orale Tradition. Es wurde nicht wirklich viel aufgeschrieben. Einige Sachen wurden aufgeschrieben, aber nicht viel. Es waren viel mehr in Form von Gedichten oder von mündlicher Übertragung. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber auch Jordan Peterson redet darüber sehr oft. Kulturen, die via mündlicher Übertragung nur, also ohne Schrift jetzt Informationen übermitteln, können sich solche Sachen sehr viel besser merken, als wir das können. Weil wir immer die Möglichkeit haben, es nachzuschauen. Das heißt, wir tendieren schneller dazu, Sachen zu vergessen. Aber Kulturen, die eine orale Tradition sozusagen haben, sind nicht so unakkurat, wie man denken würde. So. Hesiod jetzt selber hat zwei große Werke geschrieben. Erstmal die Werke und Tage, in dem er im Grunde die Arbeitsethik erfunden hat, was an sich eine coole Sache ist, weil Homer, das werde ich jetzt mal kurz sehen, Homer ist ein bisschen Gegensatz von ihm. Homer war jemand, der eine sehr starke Betonung darauf gelegt hat, dass Leute sozusagen von Natur aus vielleicht, so Adels, die Ehre des Adels sozusagen, es ist, das Recht denen zukommt, die vielleicht Macht haben, so nach dem Motto. Und wir können da mal kurz mal gucken, ob ich die Ausschnitte dazu noch finde. Er hat nämlich in einem seiner Werke, in seinem großen, in der Belagerung von Troja, hat eine interessante Stelle, wo er über einen Zweifler redet, nachdem sozusagen, also die Geschichte ist so, in der Ilias, dass... ja, okay, die Griechen haben jetzt eine Weile Troja belagert und naja, irgendwie wird da nicht so viel draus. Sie überlegen, ob sie nicht langsam mal gehen sollten. Irgendwie klappt das einfach alles nicht so gut. Dieser Krieg läuft nicht so, wie sie wollen. Und dann laut Homer, weil das noch die Zeit war, wo... Also laut Homer kommt dann sozusagen die Göttin Hera, die Gattin von Zeus, und sagt zu Athene, die Schutzgöttin von Athen, obviously, dass sie den Griechen sagen soll, nee, ihr sollt da weitermachen, ihr sollt weiter diese Stadt belagern. Und ich werde mal ganz kurz... Ich weiß nicht, ob ich diese Sachen hier... ob ich die benutzen darf in meinen Videos, weil jetzt ist das Ding, ich habe hier Material in der Uni Köln und ich bin mir nicht sicher, ob ich die benutzen darf. Das wäre natürlich blöd, wenn ich das nicht dürfte. Aber warte mal. Na gut, dann mache ich es mal so.
Ich werde es euch jetzt mal zeigen, weil ich glaube, es ist einfach besser, sich anzuschauen. Aber die Materialien sind nicht von mir und ich verdiene hiermit kein Geld. Sie sind nur zu Lehrzwecken online gestellt und es dient zur kritischen Auseinandersetzung mit ihnen und ich berufe mich damit auf das Zitatrecht. Ich hoffe, das gilt hier, aber ich glaube, es gilt. Bei Homer war es so, er hat eine Textstelle, wo er, und plus, wir reden hier im Grunde, okay, es lädt nicht, ja geil. Wir reden hier über homerische Textstellen, das ist öffentlich zugänglich, hat kein Copyright mehr, deswegen sollte es eigentlich kein Problem sein, nur anscheinend will es nicht laden, das ist okay. Anyway, er hat eine Textstelle, wo im Grunde sie jetzt sagen, hier, genau. Rings da standen sie, dem Völkerhirten gehorchend, alle bezepterten Fürsten. Hier wieder, also ihr müsst bei Homer sehr darauf achten. Er sagt immer im Grunde, die adligen Menschen, die bezepterten Fürsten, die Leute, die Macht haben, das sind die guten Jungs, auch wenn sie nicht handeln wie gute Jungs. Die versammeln sich jetzt hier und im Grunde reden sie jetzt darüber, ja, okay, irgendwie funktioniert das nicht so mit der Belagerung, lass uns mal heimgehen, so nach dem Motto. Lasst uns fliehen zu den Schiffen, zum lieben Lande der Väter, nie erobern wir das weit durchwanderte Troja. Bla bla bla, später, jetzt hier kommt, was war's? Hier, Pallas Athene kommt, sie rennt jetzt rüber und sagt, nee Jungs, sie geht zu Odysseus, den wir kennen von der Odyssee, sagt ihm, hey, hör zu. Digga, ich gebe dir hier jetzt mal dieses Zepter und ihr bleibt jetzt gefälligst da und massakriert diese Wichser in Troja. So hat sie es natürlich nicht gesagt. Ich nehme mir ein paar künstlerische Freiheiten in der, oder ich nehme mir ein paar Freiheiten in der Übersetzung. Anyway. So. Jetzt geht der Odysseus rum um die ganzen Feldherren und sagt, okay, Jungs, bleibt mal alle hier, wir versammeln uns nochmal. Ja, ich weiß, wir haben gerade demokratisch entschieden, dass wir gehen, aber nee, das ist jetzt nicht mehr gültig, geht mal alle rum. Und er überredet sie sozusagen. Und wie er sie überredet, ist, dass, wenn sie ihm nicht zuhören, schlägt er sie. Also er züchtigte bald die Achaier, denn nicht all im Rate vernahmen wir, was er geredet. Also die Leute, die ihm nicht zuhören wollen, hat er einfach eins über die Rübe geschlagen und dann gesagt, Jungs, ihr geht jetzt zurück auf die scheiß Versammlung und bleibt hier. Also, ja. Dann kommt es dazu, dass ein kleiner Kritiker kommt, ja, der sich ein bisschen zu Wort meldet. Thersites, hier ist er. Thersites meldet sich zu Wort. Ist sozusagen der Böse laut Homer. Thersites wird hier beschrieben als der hässlichste Mann von Ilos. Aber eigentlich sind seine Argumente nicht unbedingt schlecht. Also, er wird hier bezeichnet als ein hässlicher Typ und weiß nicht, einfach ein schlechter Mensch und sozusagen. Im Grunde, was Homer hier macht, das ist eigentlich ganz lustig, was er hier macht, ist, er macht ein Ad hominem. Er macht einen sozusagen Rufmord an Thersites, weil ich nicht sicher bin, ob er wusste, wie der Dude tatsächlich aussah, falls es ihn jemals gegeben hat. Anyway, jetzt sagt Thersites, so. Voll sind, also da, im Grunde sagt er hier, Agamemnon, einer der Oberherrscher, ich glaube, das war der athenische König, ich bin mir da nicht ganz sicher, don't quote me on that. Anyway, er sagt, Junge Agamemnon, was willst du eigentlich von uns? Wir sind normale Soldaten, wir müssen hier kämpfen und sterben. Aber bei dir, dein ganzes Zelt ist voll mit Kriegsbeute, ist voll mit Erz, also Gold oder so ein Zeug. Und viele der Weiber sind in deinen Gezelten Erlesene, die wir Achaier immer zuerst dir schenken vom Raub eroberter Städte. Mangelt dir auch noch Gold, das ein rossbezähmter Troja-Herr aus Ilos bringe zum Lösungswert des Sohnes? Welchen ist selbst in Banden geführt, auch sonst ein Achaier? Oder ein jugendliches Weib, ihr beizuwohnen, Wollust, wann du allein in der Stille sie hegst. Trauen wenig geziemt sich, Führer zu sein und ein Jammer Achais Söhne zu leiten. Anyway, er sagt jetzt im Grunde, okay, hört zu, das ist echt uncool, dass ihr Generäle und ihr Helden in Anführungsstrichen all die Kriegsbeute, all die Weiber und alles sozusagen in eure Zelte packt, euch da einfach mit vergnügt, weil ihr einfach so geiles Leben habt, während wir fucking Soldaten hier irgendwo in den fucking Gräben liegen und versuchen diese scheiß Stadt für euch zu erobern. Im Grunde, wir machen die Arbeit, ihr kriegt die ganze Geld und die ganzen Weiber und jetzt sind wir seit wie vielen Jahren hier, lasst uns doch einfach nach Hause gehen, was soll der Scheiß, weißt du, das ist unfair. Und das Gegenargument von Odysseus ist sehr schlagkräftig, literally, er schlägt ihn einfach. Wo war's hier?
Finster schaut er auf jeden und rief die drohende Worte: Törichter Schwätzer Tersites, obgleich ein tönender Redner, schweig und enthalte dich immer allein mit den Fürsten zu. Im Grunde, wir sind die Fürsten, wir sind die Generäle, du hast uns nicht zu kritisieren, du Ameise. Denn nicht mein ich, dass irgendein schlechter Mensch wie du selber wandle, so viel hergezogen mit Atreus und von so bla bla bla. Im Grunde, ja, ich habe kein Gegenargument, aber fick dich und halt die Schnauze. So ein bisschen wie die Autoritären heutzutage. So, was passiert dann hier? Also der Held und zugleich mit dem Zepter ihm Rücken und Schulter schlug er. Da wand sich jener und häufig stürzte ihm die Träne. Ein Striem erhob sich mit Blut aufschwellend am Rücken unter des Zepters Gold. Er setzte sich nun und bebte murrend vor Schmerz mit entstelltem Gesicht und wischte sich die Tränen ab. Ihr könnt verstehen, warum ich als immer noch, zumindest Libertärer, wenn nicht immer noch Ancap, ein bisschen Probleme damit habe, wenn in Homers Ilias, sag ich mal, gewalttätig herrschende Fürsten mit der tatsächlich, also damals war es ja so ein bisschen die Begründung fürs Herrschen, war, ich kann andere Leute stärker schlagen als du. Also im Grunde, das gewalttätig herrschende Fürsten statt, also ein gutes Argument nehmen und statt es zu widerlegen, dem Typen einfach verprügeln und sagen, okay, halt die Schnauze, wir haben recht. Und dann auch noch dafür gelobt werden. Und oh, die Fürsten sind, das ist so ein bisschen, was man Homer kriegt. Die Fürsten sind großartig, die Fürsten sind toll. Sie prügeln alle nieder, die eine andere Meinung haben und haben keine Argumente für das zu belegen, was sie machen. Aber ey, es sind gute Leute, weil sie sind Fürsten. Und das ist literally, weil sie sind Fürsten. Ja. Hesiod ist anders. Hesiod ist das genaue Gegenteil von Homer in diesem Sinne. Hesiod sagt: Diejenigen sind gut, diejenigen sind gute Menschen, die tatsächlich arbeiten, die sich das verdienen, was sie haben. Nicht die Mächtigen sind gut. Im Gegenteil, die Mächtigen werden bei ihm sogar oft öfters mal durch den Dreck gezogen, weil er im Grunde sagt, er nennt die Mächtigen Gabenfresser teilweise, was ganz lustig ist. Und so wie ich es verstanden habe, jetzt bin ich mir hier nicht 100% sicher, aber ich sag euch einfach mal mein Verständnis des Ganzen. So wie ich es verstanden habe, meinte er, also gab es damals mit den Archonten, das war auch so ein bisschen in Athen, das war so eine Art Richterkaste. Längere Abwicklung. Also, es fängt an damit, dass im Grunde in Griechenland die ersten Siedlungen, die dort gekommen sind, waren so ein bisschen die mykenische Hochkultur und andere, die um eine Burg herum eine Stadt errichtet haben. Im Grunde war es so, also ein königlicher Herrscher, ein König, was auch immer, der auch gleichzeitig der geistige Führer war, hat in der Mitte der Stadt eine Burg gebaut und die Burg ist eine Stadt entstanden und alle Sachen, die in der Stadt produziert wurden, wurden in die Burg getan und dann hat der Herrscher die sozusagen verteilt wieder. Das heißt, weil es keine Währung gab damals, das war sogar noch bevor Geld erfunden wurde, bevor Währung erfunden wurde, die Burgherrschaft, weil es noch keine Währung gab, wurde alles in den Burgen gesammelt. Das ist auch, wo die Schrift herkam. Im antiken Sumer, das ist jetzt nicht Griechenland, sondern etwas weiter im Zweistromland, im heutigen Irak. Dort ist die Schrift entstanden, indem sozusagen einfach die Leute ja so ein bisschen Keilschrift, einfach Listen geführt haben, wie viel von einer bestimmten Sache dort gelagert wurde, in der Burg. In der Burg sind auch alle Waffen gelagert worden, alle Krieger sind in der Burg sozusagen gewesen, die dann das Volk dann, die Steuern eingetrieben haben vom Volk und die notfalls in den Krieg gezogen sind, was auch immer. Das Gold, die Kunstwerke, alles war sozusagen in dieser Burg gesammelt. Irgendwann, ich glaube es war ungefähr die dorische Wanderung, ist das Ganze kaputt gegangen und das war noch bevor Homer und Hesiod, das heißt, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich würde persönlich mal vermuten, dass sie tatsächlich eher von dieser dorischen Wanderung stammen. Anyway, das Ding da war, dass die Dorier hatten Eisenwaffen, die davor hatten Bronzewaffen, Eisen gewinnt gegen Bronze, bumm, waren weg, waren sie. Damit löst sich auch so ein bisschen dieses ganze Burgenregime auf. Damit war es eine etwas weniger zentralisierte Gewalt in den Städten. Und die Gewalt in den Städten wurde jetzt meistens von Adligen geführt, von so einer Clique, Machtklique, Machtkaste. Und daraus sind dann halt auch die Archonten, die Richter sozusagen, entstanden. Und wie es aussieht, hatte Hesiod ein bisschen Erbstreit mit seinem Bruder Perses. Und der Perses ist im Grunde zu den Richtern gegangen und hat gesagt, hey, könnt ihr mal sozusagen könnt ihr mal ein bisschen mehr von dem Land an mich sozusagen geben? Könnt ihr mir einen Rechtsspruch so für mich auslegen, dass ich mehr von dem Land kriege?
Und dann haben die im Grunde gesagt, ja, okay, machen wir, aber nur, wenn du uns einen Teil des Landes abgibst. Und dazu werde ich dann, okay, ich gehe noch ein bisschen mehr auf den Kontext ein, weil Kontext ist bei Hesiod tatsächlich extrem wichtig. Hesiod kam aus Böotien, das ist diese kleine Region hier, Athen ist ungefähr hier, Sparta ist irgendwo weiter unten, Korinth hier, Theben ist, glaube ich, auch hier irgendwo in Böotien. So, es ist also ein relativ, ihr seht hier direkt am Arm, aber es ist eine relativ, nirgendwo wirklich. Also es ist nicht Athen, aber Athen war zu der Zeit auch nicht groß. Dazu kommen wir, wenn wir über Solon reden. Ist einfach eine sehr ländliche Gegend. Hier haben wir nochmal eine genauere Ansicht davon. Upsala. So, wo kam er genau her? Er kam anscheinend hier aus Askra in der Gegend. Also hier direkt, nur dass ihr ein bisschen geografisches einordnen könnt. Ups. Griechenland, Athen, Nähe von Athen, Askra. Mehr oder weniger in der Mitte des Arms und hier ist Theben, noch eine damals sehr wichtige Stadt, also auch direkt in der Nähe. Warte mal, sieht man hier, hier unten sieht man das hier noch. Also, nur damit ihr, und Delphi, hier ist das berühmte Orakel von Delphi, hier ist so ein bisschen in der Mitte zwischen allem. Die Polis oder die Städte damals habe ich neulich erst erfahren, was ich ganz interessant finde, weil ja sozusagen Politik. Politär, also Politik kommt von öffentlichem Handeln in der Polis, kommt von öffentlichem Handeln in der Stadt. Das heißt, Politik ist in diesem Griechenland entstanden, genau in dieser Gegend, ist in diesen Polis, in diesen, oder ja, in diesen Städten entstanden. Die hatten so 500 Einwohner, Pi mal Daumen. Ihr müsst euch mal überlegen, 500 Einwohner, wie wenig das ist, ja. Die meisten Schulen haben heute mehr Schüler als die, als so eine durchschnittliche Stadt damals Einwohner hatte. Vielleicht sogar eine etwas größere Stadt. Und das ist so die Größe, aus der Hesiod auch kommt. Er hat, wenn er über in seinen Werken und Tagen über die Arbeitsethik redet, wenn er darüber redet, dass Menschen vielleicht sich in eine bestimmte Weise verhalten sollen, hat er genau diese Agrarkultur im Kopf, dass sozusagen selbst die reichen Leute bei ihm, es gibt da diese schöne Stelle, wo er davon redet, dass, dass wenn du sozusagen deinen Nachbarn, deinen reichen Nachbarn den Pflug bedienen siehst. Und dann überlegst du immer, wenn sozusagen die reichen Leute selber noch pflügen, also das Feld sozusagen bestellen, okay, dann ist eine ziemlich kleine Gegend. Trotzdem, sehr relevanter Autor, aber bevor ich dann weiter auf den eingehe, möchte ich mal ganz kurz nochmal schauen, war hier noch irgendein sinnvoller Kommentar? Nope. Hallo Sebastian, hallo Dome, wie geht's? Okay. So, was ist jetzt... Upsala, was ist jetzt also genauso cool an... Okay, mein Handy ist fertig geladen, deswegen muss ich kurz runtergucken. So, was ist jetzt genauso cool an Hesiod? Hesiod war tatsächlich einer der ersten Autoren, der sich selber eingebracht in die Texte. Das können wir auch hier an der Textstelle relativ gut sehen. Hier seht ihr seine Werke und Tage, Zeilen 10 bis 39. Wo er im Grunde sagt, ich aber möchte dem Perses Wahres verkünden. Warum ist das wichtig? Ist es nur das Wort Ich? Davor hat keiner der antiken Autoren im alten Griechenland sozusagen das Wort Ich. Homer hat in seinen Ilias nie selber mit interagiert, er hat sich dort nie selber mit eingebracht. Und Hesiod ist sozusagen der erste Autor, der es mit seinem Namen sozusagen kennzeichnet. What the fuck war das? Okay, komisches Geräusch. Die älteste Schrift, die wir kennen, kommt, glaube ich, aus dem Zweistromland, aus Sumer. Das ist irgend so eine komische Tempelpriesterin gewesen, die irgendein Crap wegen irgendeiner Göttin gelabert hat. Nicht genau sicher. Anyway. Aber das andere ist, ich hätte echt ein bisschen mehr Kontext geben müssen dafür, warum das wichtig ist. Weil es fällt mir jetzt gerade schwer, wenn ich das einfach nur sage, klingt es vielleicht underwhelming. Okay, fangen wir vielleicht mal da an, wo vielleicht mehr Leute einen Anschluss haben. Wir haben im Grunde zwei Quellen, wenn es um die griechische Mythen- und Götterwelt geht. Also, wenn wir an griechische Mythen und Götter denken, dann haben wir im Grunde einen Großteil von allen Sachen, auf die wir uns da stützen, einen Großteil von allem, was wir über die griechischen Götter und die griechischen Mythen wissen, kommt von Hesiod und Homer. Hesiod zum Beispiel war derjenige, der die Büchse der Pandora, die Geschichte, die ihr sicherlich kennt, beschrieben hat, in seiner Theogonie. Er hat das Entstehen der Götter, sozusagen diese ganzen Göttergenerationen, wie Zeus seinen Vater Kronos beseitigt hat und so weiter. Das alles hat er im Grunde aufgeschrieben. Ich habe direkt hier vor, interessanterweise, das ist jetzt so ein bisschen nebendran, ich habe ein Video gesehen, in dem einer
15 Minuten lang über Hesiod geredet hat und sich dann sehr auf das Büchse der Pandora fokussiert hat und sozusagen gesagt hat, ja, und das zeigt so ein bisschen, was für Probleme Frauen Männern bereiten können. Und dann hat er den Rest des Videos damit verbracht, diese Aussage sozusagen mehr PC hinzustellen. Aber ich glaube, es gibt einen Weg, die Büchse der Pandora zu erklären, der weder eine Verfälschung sozusagen der Aussage ist, noch in irgendeiner Form wirklich als un-PC oder sexistisch dargestellt werden könnte. Ja, ich weiß, un-PC sein ist teilweise cool, aber in diesem Fall, Jordan Peterson in seiner Bibelserie, die ich extrem interessant fand, über die psychologische Signifikanz der Bibelgeschichten, hat bei der Garten-Eden-Geschichte da erzählt, dass im Grunde der Grund, warum Eva sich der Weisung Gottes widersetzt und den Apfel isst, der Grund, warum sie sozusagen den Menschen, die, also was sie macht, ist sozusagen, sie öffnet den Menschen die Augen für die Gefahren, die es gibt, für die negativen Aspekte, aber vor allem für den Tod. Sie machen die Menschen aware, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißen will, bewusst sagen, selbstbewusst. Also bevor die Büchse der Pandora oder der Garten Eden Geschichte sozusagen, bevor es passiert ist, haben Menschen und vor allem Männer im Hier und Jetzt gelebt, aber Frauen haben sozusagen das Intertemporale entdeckt, laut der Geschichte zumindest. Und wie Jordan Peterson das deutet, übrigens guten Abend Holzwurm, wie geht's? Guten Abend Cake, wie geht's dir? So wie Jordan Peterson das deutet, ist, dass dadurch, dass Frauen sozusagen damals die Kinder natürlich austragen mussten und so weiter und dass sie vor allem mehr Angst vor Schlangen im Gras haben mussten und so weiter und dass sie ein bisschen vorausschauender sein mussten, dadurch, dass sie die Kinder so lange behüten müssen. Dadurch sind sie vor den Männern noch sich der, sag ich mal, endlichen Natur des Menschen bewusst geworden. Sie haben sozusagen als erstes Selbstbewusstsein in dem Sinne erlangt, wegen der, naja, biologischen Funktion, die sie erfüllt haben. Und das heißt, dass sie sozusagen Männer gezwungen haben, dass sie sozusagen die Männer gezwungen haben, sich ihrer eigenen Sterblichkeit bewusst zu werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich muss ehrlich sein, ich glaube, das ist das Gleiche, was die Geschichte der Büchse der Pandora uns sagen möchte. Es ist nicht, dass, oh mein Gott, wegen einer Frau haben wir alles schlecht in der Welt. Das ist so ein bisschen die Auslegung, die oft gesehen wird. Dann wird gesagt, oh, scheiß sexistische Griechen, bla bla. Nein, ich glaube, es ist tatsächlich eher, dass dank Frauen erkennen wir all das Schlechte in der Welt. Also, sobald du eine Gefahr oder etwas Negatives siehst, kannst du es sozusagen nicht mehr vergessen. Sobald du einmal, natürlich kannst du es versuchen zu vergessen, aber das ist bei vielen Sachen so. Also sobald du einmal, sagen wir mal, weißt, wie gefährlich Rauchen ist, kannst du nicht mehr vergessen, wie gefährlich Rauchen ist, sagen wir es so. Oder sobald du einmal einen Autounfall gesehen hast, weißt du, wie gefährlich ein Autounfall ist. Sobald du jemanden sterben sehen hast, kannst du nicht mehr ignorieren, dass du auch irgendwann sterben wirst. Und es ist nicht so, als hättest du diese Sachen nicht schon vorher gegeben, aber du warst dir derer nicht sozusagen bewusst. Und es ist sozusagen ein bisschen so, dass laut diesen Geschichten oder laut der psychologischen Interpretation davon, laut Peterson zumindest, wie gesagt, ich bin da nicht selber drauf gekommen, aber laut Peterson, dass Männer im Grunde so la 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 la, ich will nicht wissen, dass ich sterbe, so nach dem Motto, oder zumindest hatten sie keinen Nutzen darin zu erkennen, dass sie sterben. Aber Frauen so ein bisschen, okay, wo könnten die nächsten Gefahren lauern? So denken, okay, wenn ich da rüber gehe, so nach dem Motto, da drüben könnten Schlangen sein. Und dann so ein bisschen anfangen, zeitlich zu denken. Und dann auf einmal zu einem Punkt kommen, wo sie so weit zeitlich denken, sie, shit, ich werde irgendwann sterben. Und dann gehen sie zu den Männern und poken die und sagen, ey, Digga, wir werden irgendwann sterben, ne? Das muss dir bewusst sein. Und das könnte dann so ein bisschen die Büchse der Pandora beschreiben, insofern, dass die Männer dann sagen, ah, fuck, hättest du mir das nicht gesagt, hätten wir jetzt diese Angst nicht, hätten wir jetzt diese Probleme nicht, weißt du? Hättest du mich nicht aufmerksam gemacht auf die Probleme, dann hätte es sie nicht gegeben. Aber das stimmt nicht. Also das wäre sozusagen die andere Interpretation. Aber ja, die Büchse der Pandora-Geschichte, die man eventuell so, ich weiß nicht, wie viel Sinn das für euch gerade gemacht hat, wenn ich das so auslege, aber die man eventuell so auslegen kann, die kam von Hesiod. So, hallo Holzwurm, wie geht's? Habe ich schon gefragt und du hast gesagt, gut und danke deiner Frage, sehr gut, ja, das freut mich. Mir geht's auch sehr gut, ich bin sehr kaffiniert heute. So, das Zweite ist,
Auch wenn die Polis sehr klein waren, also die Politär, die kleinen Städte damals, wenn die sehr klein waren, dann ist trotzdem nahezu alles politische Denken, was wir heute haben, kommt aus dieser Zeit. Und jetzt mag es etwas komisch klingen, wieso würde sich jemand, der sich als Minarchist oder als ANCAP bezeichnen würde, auch wenn ich glaube, dass die meisten Leute, die sich selber so bezeichnen, mich nicht mehr so sehen würden. Who gives a shit? I don't care. Ich bezeichne mich weiterhin so, go fuck off and die. Nein, der Punkt ist, ich habe übrigens neulich, just as an aside, ich muss mal ein bisschen beim ANCAP Cred wieder, so meine Credibility wieder noch ein bisschen aufpassen. Nee, aber ich lese so ein bisschen nebenher hin und wieder aus, wie heißt der Typ? Ich habe den Namen vergessen. Larkin Rose, genau, die gefährlichste aller Religionen. Und ich habe ein paar Kritiken an dem Buch, aber im Großen und Ganzen stürme ich darin überein. Unglaublich viele Schreibfehler, das ist eine der Hauptkritiken, aber zweitens, er macht so ziemlich, er radikalisiert sehr viel, was mir nicht so gefällt. Er hat keine sehr nuancierte Ansicht der Sache, sagen wir es mal so. Was nicht ganz Sinn des Buches ist, ist unbedingt. Aber ihr könnt es ja durchaus mal lesen. Ob ihr damit übereinstimmt oder nicht, lest es einfach mal. Könnt ihr ja machen. Es gibt es kostenlos als PDF im Internet. Könnt ihr einfach googeln. Larkin Rose, gefährlichste aller Religionen, müsste es irgendwo geben. Anyway, point being. Ich stimme mit dem zwar in vielen Sachen überein, aber der Punkt ist, ich möchte tatsächlich wissen, ob sozusagen Herrschaft eine Sache war, die von Anfang an in der menschlichen Natur drin war, oder, also in der menschlichen Natur in Anführungsstrichen, ob die sozusagen in der Evolutionsgeschichte schon die ganze Zeit da war oder ob die sich erst künstlich entwickelt hat oder wie genau das passiert ist. Und eine Sache, die, jetzt werde ich mal kurz auf Larkin Rose eingehen, eine Sache, die ich nicht ganz eindeutig finde, er sagt sozusagen, ja, der Staat oder was auch immer ist wie eine Religion und ist viel gefährlicher als eine Religion, weil die Leute viel eher dran glauben. Ich glaube, er hat's falsch rum. Ich glaube nicht, der Staat ist wie eine Religion, sondern die Religion ist wie ein Staat. Beziehungsweise, und das ist jetzt auch wieder nicht ganz richtig, was ich zumindest laut den, ich verfolge ja sehr viel Jordan Peterson im Moment, so was ich so ein bisschen mitbekomme ist, und auch wenn ich dann gleichzeitig sozusagen die alten Griechen, Hesiod und so weiter lese, was ich so ein bisschen aus der Mischung aus Jordan Peterson und Politikgeschichte mitbekomme ist, dass Religion und Staat sich zusammen entwickelt haben, dass sozusagen auf der einen Seite versucht wurde, einen Weg zu finden, eine Gemeinschaft zu strukturieren. Die Struktur, die sich durchgesetzt hat, wurde in religiöse Kontexte übersetzt und dann wurden wurden religiöse Schriften, Werke, was auch immer übersetzt, dann wurden diese religiösen Werke als Begründungen genommen, um sozusagen zu herrschen. Das heißt, erst wurde eine Herrschaft entwickelt, die aber sozusagen unter dem Namen der Religion gelaufen ist und dann durch die entwickelte Religion, die sozusagen entwickelt wurde, um eine Herrschaftsstruktur zu haben, wurde dann wieder Macht über andere ausgeübt. Das ist so ein bisschen, klingt ein bisschen verwirrend, ich bin auch noch ein bisschen verwirrt, was das Ganze angeht, aber das ist so ungefähr, wie es sich für mich momentan darstellt, wie Herrschaft im Menschlichen entstanden ist. Des Weiteren, und ich habe mir die Kommentare von Jordan Peterson, was ANCAPs und so angeht, mal angehört und ich finde sie nicht so wirklich reflektiert. Ich glaube nicht, dass er da wirklich auf einer soliden Basis steht. Aber hey, vielleicht bin ich da ein bisschen biased. Ich bin da ein bisschen biased, weil ich mich ja selber so bezeichnen will. Der Punkt ist, ANCAP für die Leute, die es nicht wissen, falls es hier jemand nicht weiß, Anarchokapitalismus natürlich, also eine Gesellschaft, in der es keine Gewalt herrschenden über andere, durch aggressive Gewalt über andere herrschenden Leute gibt. Das wäre so die ganz kurze, dazu habe ich auch ein Video auf meinem Kanal gemacht und ich werde die Serie wahrscheinlich ab nächstem Semester wieder ein bisschen fortsetzen. Ich habe viele neue Gedanken dazu, die ich mal besprechen möchte. Anyway, point being, das ist ein anderes Thema. Hallo Martin mit 3D, wie geht's? Ich hoffe gut. Dem Holzmann geht's schon gut, das ist nämlich sehr schön. Der Punkt ist, wo ist der Punkt? Genau, jetzt muss ich kurz überlegen. Achso, genau. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen dieses Zyklische, was viele Leute beschreiben. Es gibt ja, vor allem Herr Molyneux hat das früher sehr viel gesagt, aber
Es gibt viele andere Leute, die im Grunde das Gleiche sagen. Eine der Auslegungsweisen der Geschichte ist, die Geschichte ist nur ein riesiger Kreislauf mit anderen Kostümen sozusagen. Also es dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Das stimmt nicht ganz, aber es gibt auf jeden Fall so eine Wellenbewegung, so zwischen zwei Polen. Ich glaube, ich würde es viel eher mit einem Fluss vergleichen. Habe ich, glaube ich, schon mal gemacht, werde ich jetzt hier nicht nochmal aufrollen. Der Punkt ist, es gibt immer mal wieder Ähnlichkeiten, das stimmt. Und auch im antiken Griechenland sieht man sehr stark, wie es zwischen weniger zentralisierte Gewalt, weniger Herrschaft und mehr Herrschaft hin und her schwingt. Entschuldigung. Und wir haben mit dem Attischen Seebund, sozusagen dem Athener Bund, haben wir auch eine interessante Parallele, die wir eventuell zu der Europäischen Union ziehen könnten, wenn wir dann darauf kommen. Anyway, also das Ding ist, alles, was wir heute über Politik verstehen, alle Interpretationssachen, die wir haben, alle Grundlagen, in denen wir denken, alle Raster, in denen wir denken, selbst die Wörter, die wir benutzen, Politik, das Wort selber, all das stammt aus dem antiken Griechenland. Alle Entwicklungen in der Philosophie, in der Naturwissenschaft haben dort unter anderem ihren Ursprung gehabt. Das antike Griechenland ist ein unglaublich großer Einfluss auf die Menschheitsgeschichte und auch zum Beispiel Philosophie Workout. Johannes, mein Kumpel, der, oder zumindest einer, mit dem ich hin und wieder mal rede, hat ja neulich auch ein Video gemacht. Platon als der Vater sozusagen der ganzen Kollektivisten. Platon als der Urvater des Sozialismus im Grunde. Ihr müsst euch mal überlegen, unter dem alten Spruch, es gibt nichts Neues unter der Sonne, fällt genau das. Platon, Aristoteles, Sokrates, diese politischen Denkmuster, die unter denen entstanden sind, gehen bis heute weiter. Die kollektivistischen, die Sozialismus im Grunde, diese ganze Zeug, was damals wurde, damals wurde die Grundlage dafür gelegt. So, genauso ist Hesiod im Grunde eine der Grundlagen für die Leute, die sagen, du sollst das bekommen, was du dir verdienst, das, was du dir erarbeitest. Er kommt aus einer sehr ländlichen Gegend, er kommt aus einer Gesellschaft, wo viele Leute am Existenzminimum leben und hart arbeiten müssen, um ihr sozusagen sich selber füttern zu können. Und während Homer sagt, die Adligen, die Macht und das Gold haben sozusagen, die sind die tollen Menschen, die sollten all die Macht haben, die sind wundervoll und alles. Während Homer die Leute, die Eliten vergöttert sozusagen, die den einfachen Arbeiter ausrauben, sagt Hesiod, nee, die sind Kacke, die nehmen sich nur ohne selber zu produzieren, sie sind im Grunde Aasgeier. Leute sollten ohne Eingriff der Autorität sozusagen, ohne Eingriff der Archonten, der sozusagen Richter und so ein bisschen Richter und Polizisten gleichzeitig sind, so die Exekutive und die Judikative und die Legislative gleichzeitig waren die, sollen versuchen, ohne die auszukommen. Du sollst nicht irgendwie in der Stadt deine Zeit verschwenden, mit anderen Leuten auf dem Marktplatz zu quatschen, sondern du sollst auf dem Feld arbeiten, du sollst produktiv sein. Du bekommst das, was du dir verdienst. Und so ein bisschen dieses, alle sollten die gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen haben und dann kriegen, was sie unter den gleichen Bedingungen arbeiten können. Jeder kriegt das, was er sozusagen verdient, in Anführungsstrichen. Dieser Equality of Chance und nicht Equality of Outcome, das könnte man ein bisschen auf Hesiod, also so ein bisschen auch die ganze ideologische Grundlage vielleicht sogar für Libertäre oder für klassischen Liberalismus, könnte man bestimmt in einem gewissen argumentativen Rahmen auf Hesiod zurückführen. So, Madden mit 3D schreibt, bestimmte Werte kann man nicht weitergeben, wenn man nicht erlebt hat, wie sie wertvoll war, was sie wertvoll macht. Alle paar Generationen müssen Werte neu gelernt werden, habe ich mal gehört. Und dann schreibt er, das habe ich auch so gelernt, zu etwas anderem, was ich gesagt habe. Bin mir nicht genau sicher, was. Und jetzt hat er in Theogonie, darüber haben wir schon geredet, die Entstehung der Götterwelt, die ganzen göttlichen Sagen. Und darauf können wir eventuell irgendwann mal eingehen. Ich bin nur momentan, glaube ich, wirklich nicht qualifiziert, das zu tun. Da möchte ich auch ehrlich sein, ich habe natürlich meine Grenzen. Ich betrete hier, obwohl ich mich da jetzt tatsächlich reingelesen habe über die vergangene Woche in Vorbereitung auf diesen Livestream, ich trete hier immer noch an die Grenzen meines Wissens. Es ist nicht so, als ob ich jetzt der Altgriechenland-Experte bin. Und das, was ich weiß, wird immer noch beeinflusst von den Quellen, die ich habe, nämlich Internetquellen plus natürlich die Quellen der Universität, zu der ich gehe. So. So,
So. Ach so. Hier ist noch, ich guck gerade in meine Notizen und hier ist noch eine Sache, warum dieser Punkt, auf den ich vorhin eingegangen bin, dass er der erste Ich-Autor war, warum das so wichtig ist. Das wird jetzt ein bisschen zurückgehen. Also, und ich hole noch mal ganz kurz aus. Sorry, wenn ich ein bisschen viel aushole heute. Wir können nächstes Mal ja noch mal am Anfang ein bisschen drüber reden, aber ich muss noch ein bisschen ausholen. Der Punkt ist, also, oder ich mache ein ausführlicheres Video über Hesiod. Mal schauen. Der Punkt ist, am Anfang gab es Mythen. Und der Mythos ist eine andere Form der Wahrheit. Es ist immer noch eine Form der Wahrheit. Wir benutzen es heute sozusagen als eine fabelhafte Geschichte, als eine sozusagen unwahre Geschichte. Aber was der Mythos so ein bisschen ist genau das gleiche wie übrigens in den Bibelgeschichten auch. Es ist keine wortwörtliche Wahrheit, sondern eine metaphorische Wahrheit. Also eine Sache, die als Idee wahr ist und als Idee wahr genug ist, dass wenn du so lebst, als wäre sie wahr, Gutes passieren wird und wenn du so lebst, als wäre es nicht wahr, dir Schlechtes passieren ist. Also sozusagen, wenn du den Ratschlag dieser Geschichten ignorierst, dann wird dir ziemlich Schlechtes widerfahren, weil, keine Ahnung, setz hier einen Grund ein. Strafe der Götter war damals, weil sie sich nicht anders erklären könnte, aber weil sozusagen das einfach dazu führt, weil sozusagen dieser Ratschlag wahr ist zum gewissen Grad. Und sozusagen, wenn du sollst nicht neidisch auf deinen Nachbarn sein, du sollst nicht stehlen so ein Zeug, weil wenn du anfängst zu stehlen, wenn du anfängst irgendwie gewalttätig zu werden, dann wird das dir nicht unbedingt helfen. Es könnte dazu führen, dass du ausgelöscht wirst, es könnte dazu führen, dass dein gesamter Stamm ausgelöscht wird. Damals noch sehr viel häufiger passiert als heute. Also versuch mal einfach ein peaceful Dude zu sein und nur zu kämpfen, wenn es Verteidigung ist, so nach dem Motto. Und die Geschichten, die dazu erzählt werden, sind vielleicht nicht wortwörtlich wahr, aber sie sind im übertragenen Sinn, also sie sind sozusagen als Idee wahr. Das ist so ein bisschen auch, was der Mythos repräsentiert. Der Mythos ist Wahrheit in Form einer Erzählung. Und was es ist, und hier ist der Gegensatz. Die Griechen haben angefangen, und das war genau zu Hesiods Zeit, und er hat eine Schlüsselrolle darin gespielt, vom Mythos wegzugehen hin zum Logos, zur Logik, zur kopfbasierten, zur gedankenbasierten Aufarbeitung, zur Philosophia, also Philosophia literally wieder Liebe zur Wahrheit oder Wahrheitssuche. Der Logos kommt von dem altgriechischen Wort, Legein, was so viel wie aufsammeln heißt. Es kann viele verschiedene Sachen, aber sozusagen aufsammeln. Was heißt es? Du sammelst das Wissen sozusagen an. Du reflektierst über das, was du gesammelt hast und du kommst aufgrund dessen zu einer Schlussfolgerung. Im Mythos wird dieser ganze Reflexionsprozess nicht explizit gemacht. Das heißt, was passiert ist, etwas passiert, die Leute schauen sich an, was passiert ist, machen daraus eine Daumenregel, wenn A passiert, dann passiert B und sagen, okay, hier machen wir eine Geschichte draus und dann über Zeit passiert die gleiche Sache vielleicht noch 10 weitere Mal und dann wird es so ein bisschen verfeinert, bis sozusagen der Mythos Pi mal Daumen die Wahrheit darstellt. Das ist keine, die Reflexion passiert, aber sie passiert sozusagen unbewusst. Sie wird nicht explizit gemacht. Bei den Griechen und unter Hesiod vor allem ist jetzt passiert, dass sie angefangen haben zu sagen, okay, die Wahrheit wird nicht mehr sozusagen durch Beobachtung erschlossen, also sie wird jetzt vielmehr durch aktive Beobachtung erschlossen, nicht mehr so durch eine religiöse Geschichte vermittelt, die Wahrheit wird nicht mehr von den Göttern gegeben, was, wenn wir vielleicht irgendwann mal, können wir ja mal machen, irgendwann über die alten sumerischen Hochkulturen reden, was auch eine interessante Sache ist, wenn wir darüber reden, dann, was damals sozusagen die Idee war, ist, dass das Wissen und das Denken wird von oben herabgegeben. Sozusagen das Königtum wurde vom Himmel herabgereicht. Weswegen übrigens auch manche Leute so ein bisschen eine Alien-Interpretation da reinspringen, spinnen, lustigerweise. Nicht spinnen im Sinne von, ihr wisst, was ich meine, also sozusagen rein nähen oder rein versuchen zu machen. Und ich meine, ist eine interessante Erklärung. Ich weiß nicht, ob sie 100% stimmt, aber auf jeden Fall ist sie interessant. Der Punkt ist, sie interpretieren das dann so, aber darüber können wir dann irgendwann mal anders mal reden, wenn wir wieder über Aliens reden. Okay, das heißt, was jetzt sozusagen kommt zur Zeit Hesiods ungefähr, ist die anthropozentrische Wende, heißt das in der Forschung. Klingt irgendwie blöd, was heißt es? Jetzt ist es nicht mehr, dass das Wissen vom Himmel kommt, sondern das Wissen kann von den Menschen selber erschlossen werden. Das heißt,
durch die Logik schaffen es die Menschen selber, neue Erkenntnis, neues Wissen zu erlangen. Du brauchst nicht mehr einen Spruch der Götter oder irgendwie, du brauchst nicht mehr die Priester, die dir sagen, was die Wahrheit ist, sondern du kannst die Wahrheit sozusagen selber erkennen. Ich werde mal ganz kurz das hier als Schaubild wieder. Das Schaubild gehört nicht mir und ich habe diesen Stream in keiner Weise monetarisiert. Das heißt, es dient nur zu educational, wie heißt es auf Deutsch, Lehrzwecken und ich berufe mich hiermit auf Zitatrecht. Anyway, das Ding ist, das Wissen und die Erkenntnis ist nicht mehr als Transfer vom Himmel wie Mythos, sondern es wird jetzt selbst erworben durch den Logos, durch die Logik, durch das aktive Nachdenken, das aktive Reflektieren, wird Wissen jetzt selber erschlossen. Und dahingehend ist Hesiod halt wichtig, weil er der erste Autor ist, der das relativ explizit macht. Er sagt sozusagen, ich sage etwas, ich verkünde dir Wahres. Das ist literally der erste Satz, den wir eben gelesen haben, so Zeile 10 ungefähr. Ich verkünde dem Perses Wahres. Das heißt, nicht die Götter haben mir gesagt, wie es ist und es ist wahr, sondern ich selber habe erkannt, das hier ist wahr und erzähle dir jetzt, was wahr ist. Das heißt sozusagen, das erste Mal in der, well, zumindest in der altgriechischen Geschichte, wenn nicht sogar in der Menschheitsgeschichte, dass wir gesagt haben, okay, wir selber können die Wahrheit erkennen, wir brauchen dazu keine Götter. Und daraus ist so ein bisschen auch die Debattenkultur entstanden. So, bevor ich auf den nächsten Punkt, nämlich den Wetteifer und die sozusagen produktive Eifersucht eingehe, werde ich ganz kurz die Kommentare durchgehen, aber das ist auch noch ein weiterer extrem wichtiger Punkt an Hesiod, der aus meiner Sicht ihn zu einem ziemlich wichtigen Autor macht. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt viel, was er geschrieben hat, außer die griechischen Mythen, das ist ziemlich viel, aber es ist auf jeden Fall, hat einen großen Einfluss gehabt auf die westeuropäische oder auf die europäische Geschichte, auf die römische und auf die auch nahöstliche Geschichte. So, Soul Silver schreibt, Mädel, wie geht's, guten Tag, sie schreibt des Weiteren, ist es nicht ungefähr, dass andere durch weniger Arbeit mehr erreichen als andere, die viel arbeiten und nicht das erreichen können, warum auch immer? Ich verstehe nicht genau, meinst du damit auf das, worauf ist das genau bezogen? Das ist jetzt tatsächlich eine Frage, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, auf was das bezogen ist. Kannst du mir gleich nochmal schreiben. Madden mit 3D schreibt, die Leistungsträger haben eigentlich immer das letzte Wort, früher oder später. Nicht unbedingt, es sind auch nicht immer die gleichen Leistungsträger, es ist, wie man gesagt, man kann nur schauen. Flache Erde, lol, ja, kann sein, keine Ahnung. Flache Erde, wie gesagt, flache Erde wurde schon im alten Griechenland widerlegt, also auch hier wieder flache Erde ist so ein bisschen, wir wissen seit 3000 Jahren ungefähr, naja, vielleicht nicht ganz, vielleicht seit 2500 Jahren, dass die Erde nicht flach ist und die Leute, die das heute noch glauben, sind Flachköpfe, tut mir leid, aber whatever, ich lasse mich da. So, Merlin mit 3D schreibt, wie beim Gandhi-Mythos, ich glaube, ich habe vergessen, dir die Doku zu schicken, oder Bernhard? Ich weiß es nicht, ich glaube, du hast mir über die Nachrichtensystem von YouTube Nachrichten geschickt, aber das Ding ist, dass ich die nur hin und wieder checke und ich nicht Notifizierungen kriege, okay. Ich habe gerade bei Spam geguckt. Nachrichten. Ich muss mal kurz schauen, ob du es mir geschickt hast, Madden. Und ich wurde schon öfters gefragt, ob der Kanal Callcenter Fun ein Kanal von mir ist. Und definitiv nicht. Wenn ich einen Zweitkanal hätte, der so viele Abos hätte, dann hätte der hier definitiv mehr. What the fuck? Nein, und so viel Zeit habe ich auch nicht. Apparently klingt meine Stimme gleich. Keine Ahnung. Ja, okay, schicken wir nochmal. Hier, Madden, hol dir einen Account auf Mainz und schick's mir da über den Chat, weil ich dort öfters mal nachschaue. Wie wär's damit? Kannst mir dann auch gleich noch folgen, wenn du schon da bist. Ich wollte nur was zu sagen. Okay. Was weiterhin? Worauf müssen wir noch achten, wenn wir über Hesiod reden? Hesiod hat darüber geredet, dass es zwei Arten von Eris gibt. Was ist jetzt Eris genau? Da muss ich mal kurz nachgucken tatsächlich, weil die genaue Übersetzung davon ich nicht mehr im Kopf habe. Wo ist meine Notizen da? Die Eris ist der Streit sozusagen. Und er sagt, okay,
es gibt zwei Arten von Streit. Erstmal gibt es den bösen, schlechten Streit, den niemand mag, der zu Krieg und Tod führt. Der Streit, der Leute dazu bringt, sich gegenseitig umzubringen. Das ist der, den niemand mag und den niemand möchte. Dieser Streit ist schlecht. Aber dann gibt es noch den guten Streit. Und da werde ich euch mal ganz kurz eine Textstelle zu vorlesen. Wenn ich mal ganz kurz das Dokument wiederfinde. Na, wo ist es da? So, Textstelle. So. So, bla bla bla. So, nicht also gab es nur eine Art von Eris, sondern zwei sind es auf Erden. Also nicht nur eine Art von Streit. Die eine nun wird loben, wer sie erkennt, die andere verdient Tadel. Sie haben nämlich ganz verschiedenen Sinn. Mehrt doch die eine schlimmen Krieg und Hader, also ein Streit, böswilliger Streit, mehrt Krieg und Hader, ist schlecht, die Verderbliche. Kein Sterblicher liebt sie, sondern nur unter Zwang ehren sie nach dem Willen der Götter die Lasten der Eris. Die andere aber gebar die dunkle Nacht zuerst und der hochthronende Kronide, also Zeus, der im Äther wohnt, barg sie in den Erdwurzeln und schuf sie den Menschen zum großen Segen. Ist auch einer träg, treibt sie ihn doch ans Werk. Sieht nämlich der Nichtstuer, wie sein reicher Nachbar mit Eifer pflügt, sät und sein Haus wohl bestellt, dann eifert der Nachbar dem Nachbarn nach, der zum Wohlstand eilt. Fördernd ist solcher Wetteifer, also Wetteifer und Konkurrenzdruck sozusagen, das ist diese Arbeitsethik im Grunde, die hier so ein bisschen rauskommt, zusammen mit dem, du sollst nicht versuchen, anderen Leuten ihr Land wegzunehmen, sondern fucking an dein Feld gehen und arbeiten, du Sack, so nach dem Motto, das ist eine andere Stelle im Text. Anyway, hier dieser Wetteifer ist ein sehr großer Fokus, wo, fördernd ist solcher Wetteifer für die Menschen und so grollt der Töpfer dem Töpfer, der Zimmermann dem Zimmermann, der Bettler neidet den Bettler und der Sänger dem Sänger. Im Grunde siehst du, wie jemand anderes etwas besser macht als du und der Wetteifer treibt dich dazu an, zu versuchen, besser zu werden als diese andere Person in dieser Sache. Und das ist die gute Art von Streit in Anführungsstrichen, so Wettstreit im Grunde. Das, worauf auch jeder freie Markt basiert natürlich. So, und jetzt wendet er sich an seinen Bruder. Wieder die Vermutung ist, dass er in einem Erbstreit mit seinem Bruder war, Perses. Und was damals anscheinend so war, ich schließe es zumindest aus seiner Schrift raus, ist, dass gleichmäßig unter den Erben aufgeteilt wurde. Das gab es hin und wieder mal in der Geschichte. Das bekannteste Beispiel für Westeuropa war die Aufteilung des Fränkischen Reichs auf drei Söhne, die Jahrhunderte später zu im Grunde nationalistischen Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und Frankreich geführt hat, weil sie Deutschland und Frankreich erst erschaffen hat. Das heißt sozusagen damals, Karl der Große hatte einen Sohn nur, an den hat er sein ganzes Fränkisches Reich weitervererbt, aber sein Sohn hatte drei Söhne. Lothar und noch so andere zwei Typen. Und der Grund, warum ich mich an Lothar erinnern kann, ist, weil der mittlere Teil sozusagen Lotharingen heißt. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich davon eine Karte finde. Und der ganze Streit, den es jemals um Elsass-Lothringen gab, den es jemals darum gab, sozusagen wem gehört was, der ist aus dieser Erbteilung entstanden, die damals von dem Sohn von Karl dem Großen vorgenommen wurde. Ich muss mal ganz kurz gucken. So, jetzt habe ich hier ein gutes Bild, dann will ich es euch mal kurz zeigen. Also, hier, ups. Diese gelben Regionen gehören nicht wirklich dazu, aber das hier, also das Blaue, das Grüne und das Orangene waren unter Karl dem Großen und seinem Erben war das ein einziges Reich. Ein riesiges. Und dann, weil im fränkischen Erbrecht sozusagen es gleichmäßig an alle vererbt wird, hat ein Sohn, nämlich Lothar, der Älteste, hat das Mittlere bekommen. Und dann haben die anderen beiden Söhne haben das westliche Franken und das östliche Franken bekommen. Und das hat dazu geführt, dass natürlich Lotharingen wurde sofort in den Boden gestampft, diese ganze Mitte hier zwischen den beiden West und Ost aufgeteilt. Und seit dann gab es im Grunde Streit zwischen Deutschland und Frankreich, wie sie später genannt wurden, damals war es noch lange nicht so, aber Deutschland und Frankreich, um Elsass-Lothringen. Weil das hier ist die Gegend, um die gestritten wird, genau diese grüne Gegend. Ihr seht also, es gibt ein bisschen Probleme damit. Das ist auch,
Das hauptsächliche Problem mit so einem Erbrecht ist, dass es dazu tendiert, dass sich sozusagen Höfe oder größere Landgüter immer weiter aufspalten auf immer kleinere Parzellen, bis die Leute nicht mehr davon leben können, es im Grunde zu einer Art Hungersnot kommt, weil nicht mehr genug Land da ist, um die Leute zu ernähren. Deswegen haben andere Kulturen ein Erbrecht gehabt, wo sozusagen alles an den ältesten Sohn vererbt wurde oder manchmal sogar die älteste Tochter, meistens an den ältesten Sohn. Und das hat im Grunde das verhindert, dass das sozusagen das Ganze immer kleiner aufgeteilt wird. Das hat das verhindert, dass das so etwas wie bei Hesiod passiert, dass er mit seinem Bruder sich um das Erbe streitet, weil es für beide nur gerade so ausreicht. Es hat verhindert, dass sowas wie Elsass-Lothringen im Grunde passiert, so ein Zeug. So, ich schaue nochmal kurz in die Kommentare. Soul Silver schreibt, wenn zwei Schüler eine Schulaufgabe schreiben, der eine bekommt eine 4, obwohl er viel gelernt hat, der andere eine 1, obwohl er fast nichts gemacht hat, ist das nicht ungerecht? Ja, das ist ungerecht. Obwohl, ist halt die Frage, ne? Also wenn der eine viel gelernt hat, aber seine Leistung scheiße war und dass die Leistung sozusagen das Produkt widerspiegelt, ja, you're shit out of luck then, I guess. Also das wäre so meine Antwort darauf. Klar, es kann als ungerecht vernommen werden, aber wie viel Zeit du reinsteigst. Guck mal, ich könnte jeden Tag 12 Stunden lang Gitarre spielen üben. Ich würde niemals so gut werden wie der Gitarrist von Billy Talent oder von, ich weiß nicht, Miavi, hört meine Schwester oder sowas, keine Ahnung, wie auch immer das. Oder wie einige andere Rocklegenden, wer weiß. Also ich werde niemals einer der Top 10 Gitarristen werden. Ich werde niemals einer der besten Gitarristen werden, selbst wenn ich jeden Tag 12 Stunden übe. Und das ist mir auch klar. Und ich werde niemals ein wundervoller Sänger werden, egal wie viel ich singen übe. Ich werde niemals sozusagen, wie ist der, Freddie Mercury werden oder sowas. Oder ich werde niemals der männliche Adele werden, weil ich einfach nicht die Voraussetzung dafür habe. Das heißt, klar, es kann mir ungerecht vorkommen, aber I guess, ich meine, wenn die Bewertung das widerspiegelt, was du ablieferst, dann well, you're shit out of luck. Und ich werde auch, das ist noch die nächste Sache, obwohl ich Autor werden möchte, werde ich wahrscheinlich nie einer der 10 größten Autoren aller Zeiten werden, weil, ehrlich gesagt, ich glaube, mein literarisches Talent sich in Grenzen hält. Es ist besser als alles andere, was ich mache, aber es ist nicht eins der besten. Okay, gehen wir mal weiter. Eve Silence schreibt, hallo Bernhard, verstehe es einfach nicht, dass du bloß 10 Zuschauer hast. Liebe Grüße, Steph Silence. Oh, hast dich umbenannt, cool. Ja, Livestreams halt, ne, das passiert. Ich glaube, bei Livestreams ist immer nur ein Bruchteil der Zuschauer. Aber jetzt ist ja 13, ist ja alles gut, alles gut. Soul Silver schreibt, Keck, bist du noch anwesend? Okay, Karls Söhne wagen Tauge nichts. Karl hatte nur einen Sohn, aber der hatte 3 Söhne. Ob die Tauge nichts waren, keine Ahnung. 2 von denen haben sich ganz gut geschlagen. Die Jüngere. Eve Silence schreibt, leider habe ich keine Zeit, doch ich sehe mir das Video später an. Sehr gut, dann mach das. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Gut. Was gibt's noch zu Hesiod zu sagen? Genau, er redet von, das habe ich so ein bisschen am Anfang gesagt, und da werde ich vielleicht das nächste Mal so ein bisschen am Anfang drauf eingehen. Es gibt hier noch ein bisschen was. Ah, schade, Schokolade. Aber ja, seine Ethik ist sozusagen das Heldentum des Selbsterworbenen, im Gegensatz zu Homer, wo es das Heldentum des Geerbten sozusagen ist. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das könnte bis heute weitergehen. Das andere ist jetzt, er hat so eine der ersten Formulierungen der goldenen Regeln, weißt du, was du nicht willst, was du man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, so nach dem Motto, oder frei nach Kant, handle so, dass du wünschen könntest, dass deine Handlung universell werde, bla bla. So nach dem Motto hat er im Grunde auch gesagt, was er gesagt hat, ist, die Götter haben Beobachter auf der Erde, und die wachen darüber, ob die, wie sind es hier, die Honorationen, die Archonten sozusagen, ob die Richter damals, ob die faire Rechtssprüche machen. Und wenn sie nicht faire Rechtssprüche machen, dann wird mit der Zeit die ganze Polis vergehen, wird die ganze Stadt darunter leiden, die ganze Gemeinschaft wird darunter leiden, wenn die Leute, die das Recht sprechen sollen, nicht gerecht sind. Die hohen Leute sind auch Gabenfresser, die sind so eine Art, ist nicht wirklich wie Anwälte, aber sozusagen sie sind Richter, die entscheiden, wie sozusagen Erbstreit entschieden wird, aber die nehmen sich immer einen Anteil. Das heißt, du streitest dich mit jemand anderen und vergisst sozusagen zur Staatsgewalt und versuchst, dass der andere sozusagen auf den Deckel kriegt,
Und freust dich darüber, aber eigentlich kriegst du genauso später vom Staat auf den Deckel wie der und oder wirst auch bestohlen und am Ende des Tages leidet die ganze Gemeinschaft drunter. Krumme Recht, sprich sozusagen, wenn jemand versucht, das Recht zu biegen in seinem eigenen Sinne, führt das dazu, dass es für die Gemeinschaft, dass die Gemeinschaft vergeht sozusagen. Du kannst nicht auf Dauer ungerecht sein, ohne dass es einen Schaden für die gesamte Gemeinschaft hat. Okay. Das war's dann auch erstmal für heute. Ich werde dann mal, gehen wir mal durch, Streamplan nochmal anschauen. Nächste Woche werden wir über Solon reden, einer der ersten wirklich ganz großen Politiker, in Anführungsstrichen, in Athen. Nicht so toll wie Hesiod, aber immer noch sehr relevant. Hat auch sehr viele interessante Sachen gemacht. Wir werden auf jeden Fall über Athen nächstes Mal mehr reden, Athen im antiken Griechenland und seine Rolle. Und warum es nicht so toll ist, wie es heute immer gedacht wird, und Sparta übrigens war es auch nicht, Sparta war ziemlich fucking weak. Dann übernächste Woche, Mittwoch, werden wir über das Fermi-Paradox reden, Aliens Stream 2 von Isaac Arthur inspiriert, guckt euch seinen Kanal auch mal an, wird genauso geschrieben, Isaac Arthur. Und übernächste Woche, der letzte Stream vor der Weihnachtspause, wird über Aristoteles gehen. Der wahrscheinlich bekannteste von denen hier auf der griechischen Liste stehende, griechischen Liste, ja, von der auf der Liste stehenden Griechen. Dann reden wir im Neujahr auf jeden Fall über Thukydides, Platon und Sokrates und über andere Themen natürlich, aber da steht die Reihenfolge noch nicht fest. Genau. Dann würde ich sagen, könnt ihr mir natürlich wie immer auf sozialen Medien folgen. Ich würde euch besonders empfehlen, mir auf Vidme und auf Gab zu folgen, wenn ihr schon ein bisschen früher, zumindest, es wird nicht so kohärent sein, wie die EU-Serie es nachher wird, aber wenn ihr so ein bisschen meine Gedankenentwicklung zur EU-Serie sehen wollt, wenn ihr sozusagen seht, wie ich manchmal euphorisch, manchmal verzweifelt über die EU bin, dann folgt mir auf jeden Fall auf BitChute und Vidme. Und folgt mir auf Gab und auf Minds.com, wenn ihr notifiziert werden wollt, falls ich irgendwas mache. Also falls ich einen Blog verfasse, falls ich ein Video mache, falls irgendwas passiert, werde ich es euch da schreiben. Gut, damit wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag und ein schönes Wochenende. Ich werde noch einmal kurz die Kommentare durchgehen und dann verabschiede ich mich. So. SoulSilver schreibt, dann warst du nicht auf fansfiction.de. 12-Jährige, die Stories ab 18 schreiben, lol. Mag sein, aber die 12-Jährigen, die Stories ab 18 schreiben, sind immer noch nicht zu den weltbewegenden Autoren gezählt wahrscheinlich. Ich meine, 99,999% aller Bücher, die jedes Jahr rauskommen, failen im Grunde. Wie viele sind, glaube ich, nur ein paar tausend Bücher, die über 100.000 Auflagen verkaufen, was sehr viel ist, by the way. Ich meine, ich wäre froh, wenn ich 100 verkaufen würde von irgendwas, also, aber das ist eine andere Sache. Na gut. Merlin mit 3D schreibt, zu dieser Schulfrage würde ich den Rosenthal-Effekt vorschlagen. Es kann schon sein, dass verschiedene Menschen mit gleicher Leistung unterschiedlich bewertet werden. Das kann sein, ja. Silver schreibt, und Hetalia-Anime-Fanfictions sind ziemlich richtig abgefuckt. Ja, aber es geht hier um gute Literatur, nicht um abgefuckte. Das war das Ding. Länder, die Menschen sind und aller möglichen Shit bis hin zu Inzest. Also nein, du bist nicht... Ach so, im Sinne von, dass ich... Ja gut, trotzdem, lest euch mal... Wenn ihr Englisch könnt, dann lest euch mal den Blog durch, den ich geschrieben habe. Der ist, ich würde sagen, er ist gut genug und... Noch ist er, der nächste wird wahrscheinlich ein gutes Stück interessanter. Das ist negative Werbung für einen selber, was nicht so gut ist. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Lest euch den mal durch, wenn ihr Englisch könnt. Und gebt mir ruhig mal Feedback. Auf minds.com habe ich den Blog veröffentlicht. Auch auf meinem Blogspot oder den Blogger.com, glaube ich, das ist. Und auf Gab könnt ihr einen Link dazu finden. So. Okay, Preußen und Deutschland. Never mind, das will ich gar nicht wissen. Na gut, damit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich danke allen von euch, die mir auf den genannten Social Media folgen und allen von euch, die eine Koffeinkasse gegeben haben. Ihr seht, mit viel Koffein geht's definitiv besser. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wie die Kanadier sagen, Peace out und gute Nacht.